Hey, hat hier jemand Bock auf Borderlands 2? Ja! Ba, ba, ba. Here we go! Ahoi, Ladies und Gents, willkommen zurück bei Borderlands 2 mit Mr. Nico dem LP, Ralfinger LP. Und ohne LP, dafür aber mit X. Ja, den habe ich schon mal gebracht. Ich weiß, Sephiron. X. Ja, Attacke! Ja, ja, zurück zur Tina-Attacke, oder? Wo ist denn eigentlich hier auf dem Ich wollte nicht noch was zu dem Viech hier sagen. Auf zu Tina. Für die, fürs pädagogische, die pädagogische. Ach so, für die Bildungsauftrag. Oh, genau. Ja, das sieht doch tatsächlich aus wie aus Starship Troopers die fliegenden Viecher, ne? Ich glaube, da haben sich die. Das wollte ich sagen, aber okay. Du warst ja nicht hier. Du musst ja schon wieder irgendwo vorne rumrennen, ne? Das ist genauso, als würdest du die Mondlandung verfälschen und sagen, du wärst der Erste gewesen. Nein, 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 mein Freund. Ja, toll. Mr. Nikodem hat's entdeckt und er darf sich jetzt einen Ast freuen darüber. Okay, ich benenne die Viecher jetzt Starship Trooper-Ding aus dem Film. Gute Ricola. Wahl. Schleichwerbung. Ralfe? Ja? Ja, da ist zu weit, ne? Aber ich da waren wir noch Sachen, nicht. Ich hab nur die Sachen eingesammelt. Deine Idee-Workshop. Ich hab's noch drauf. Yeah, Bitch. Was zur Hölle tut die da gerade? Ja, frag ich mich auch. Ne? Wir laufen euch entgegen. Nee, ich meinte, was die Tina hier tut. Momentchen mal. Das ist unmöglich. Bei mir sind zwei Tinas. Ja, hier steht eine. Und, genau, und guck mal hinter dir. Freeze. Was? Wo? Wie? Wo? Das. Gut, ich spreche dir einfach mal an, ne? Zwei Tinas? Wo ist denn hier eine zweite Tina? Ich sehe keine zweite Tina. Hier. Ja, ich auch. Was, wo? Wo? Oh, hier. Genau da, ich hüpfe auf ihr rum quasi. Gut, die sehe ich nicht. Okay. Ich auch nicht. Genau dort war es. Ich spreche an. Nein! Sekündchen noch. Das wird geil. Super! Was für ein Psychoblick die auch drauf hat, ne? Hat schon wieder nach links und nach rechts geguckt. Die guckt nach links und nach rechts. Ja, tut sie. Wie so, dann führen wir jetzt mal den beschissenen Hyperion-Zug, oder? Ja. Oh ja. Aber die Frage ist, wie? Oh, Ralf, willst du nicht reinkommen? Für das hier muss ich allein sein. Also ich muss allein sein. Okay. Moment, okay. Sie ist elf. Ich versteck mich da mal hier. Mach dich mal unsichtbar, genau. Genau. Ich bin dann draußen. Zieh dich aus meiner Werkstatt, sonst trete ich dir in den Hintern. So ist das bei Tiny Tina. Ah, scheiße. Sei mal nicht so, bitte. Warte mal. Komm mal raus da, du Kinderschänder. Der Nico hat doch eine Kamera auf der Schulter. Immer diese 13-Jährigen. Hab ich das? Echt? Privatsphäre. Ja, jetzt komm, verschwindet mal. Oh. Hey, Moment. Keiner bin voller Blut und so. Hier ist mein Henkel und hier ist mein Popo. Und alle spannen, ey. Warum ist keine Bombe in ein geiles Dämchen? Jag damit was hoch und alle sterben. Matsch. Matsch, matsch, matsch. Oh, das hört sich ekliger. Ihr seht verflucht gut aus, Ladies. Huch. An die Arbeit. Ja, gute Tarnung, ne? Nehmen Sie. Ja, ich nehme gerne die Zwillinge. Die Dame einfach nahe der Schienen ab und macht sie scharf. Guter Plan? Ja. Scheiße, dieses Mädel ist so verrückt und sympathisch. Eine voll wichtige Teeparty, aber mein Date ist nicht aufgetaucht. Und ohne Begleitung siehst du mich auf keiner Party, vergiss es! Sein Name ist Sir Reginald von Bartlesby. Ein riesiger Aristokrat und Kunsthändler. Ich glaube, seine Mutter hat ihm verboten, mit mir zu sprechen. Du wirst sie überreden, ihn in meine Obhut zu geben. Alter, okay, Sir Reginald ist mir befreien. Alles klar so. Partyvorbereitung.
Oh Gott, da müssen wir ganz schön weit laufen. Wäre die 10 Jahre älter und immer noch so verrückt, Alter, ich würde sie sowas von weghauen. So eine Frau könntest du gar nicht handeln, Mann. Die würde dir Miet in deine Stange stecken. Genau. Oder in den Arsch. Und beim Furzen knallst dann. Ah, schön. Achtung, Achtung, Niveau, was bitte kommen. Ja, ist gut, Mordecai, wir interessieren uns damit nicht. Dafür nicht. War auch gut, interessiert uns dafür nicht. Wo ist das doch? Nee, wir müssen nicht den Zug, der Zug ist wieder eine andere Mission. Geronimo! Sir Reginald ist nur einer von vielen illustren Gästen, die zu meiner Teeparty kommen werden. Oh Gott, wir müssen mehr holen. Ich habe Prinzessin Fluffybug eingeladen, die hat Möpse. Das würdest du nicht glauben. Ich ruf sie später ab. Die hat Möpse. Das würdest du nicht glauben. Ja. Und jetzt lacht mein Zwerg auch so geil rum. Beziehungsweise ist sehr angestrengt. Bam! Wäre das komisch, wenn ich sagen würde, ich kenne ein Mädel, was genauso drauf ist? Ja, kennen wir alle. Mann. An dieser Stelle liebe Grüße an Kitty Zack. Ja, Kitty Zack. Nein! Nein! Ganz sicher nicht! Wie, sie hat keine schönen Möpse? Alter, Ich hab's erzählt, voll lieber Löhne, über Löhnchen. Stimmt, in allen Details hast du es uns erzählt. Ja, vor allem mit einer Brustwarze und einem dicken Haar drauf. Oh Gott. Das ist die komplette Brust, nur ein Haar. Genau, sie keine Brüste, sondern nur Mutterwort. Da macht doch das Ballon schon wieder viel mehr Spaß mit so einer Perversität im Kopf. Witz, Witze zugunsten anderer. Nee, zu Kosten. Auf Kosten anderer. Auf Kosten, auf Kosten. Wer will aufkosten? Zugunsten uns und auf Kosten anderer. Ah, Luftgerät, Gerät in Luft, Der Gerät in der Luft. Gerät aus der Luft. Der Gerät in der Luft schwitzt nicht, wenn er abgeschossen wird. Wie geil er wegfliegt. Zephyron, du machst den Weg nicht. Madame von Bart Slavie. Bartlesby. Bartlesby. Mach das Ding fertig! Frag mich gerade den nächsten, den wir abholen sollen. Die hat Möpse. Was ist das da für ein Vieh? Kann ich mal Hä? Oh. Uhren! Schießen wir auf das Ding da? Achso, ihr seid tot. Scheiße, keine Munition. Fuck! Lass mich! Nein! Alter. Oh, wieso setzt ihr eigentlich mein Geschütz nicht ein? Los, Geschütz! Aua! Schönes Ding, was? Hübsches Ding, ich verspreche meine Ehre. Ding, Und jetzt holt ihr Reginald. Wir haben so vieles zu besprechen. Ja, warte mal, Bandit war das. Freunde, wo sind jetzt die Möpse? Wollen wir uns hier ein bisschen austoben? Ja, bei der nächsten, bei der nächsten. Ach so. Wer war nochmal Bandit? Bandit. Ja. Ach, hier ist er. Das war der erste Mod. Assassine hab ich hier, sorry. Nicht nehmen. guck mal erstmal Sir Reginald an hier. Sir Reginald? Ja. Like a Sir. Like a Sir. Aber ein schönes Monokel hat er. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Befreien wir die Sau, oder? Ich wollte schon immer so ein Ding haben. Sir Reginald, jetzt musst du nur noch Prinzessin Fluffybutt finden und mir ein bisschen Eisenschrott von den Koptern holen, damit du meine Teekanne daraus basteln kannst. Spring einfach ein paar Kopter und schnapp dir die brennenden Teile. Ach, das waren die Viecher. Fluffybutt! Zephyron, hier ist noch ein Mod für dich. Crumpets sind geil! 77 maximale Geschwindigkeit oder Gesundheit oder Gesundheitsregeneration. Nimm einfach mit das Ding. Ja, wir sollten meinen Luftattacke! Oh Gott, wie viele sind das denn schon wieder? Ich versteck mich hinter dieser Säule. Oh! Moment mal, was ist geschehen? Oh mein Gott, was ist geschehen?
Was ist hier los? Meine Festplatte ist voll. Das ist hier los. Oh je. Ernst? Im Ernst. Ich dachte, du hast Platz gemacht. Ja, hab ich. Guck mal, dieser was ist denn dein Moves hier? Also heute ist sie ja geprägt von Fails und Titten mit dicken Haaren drauf. Eine tolle Mischung. Was machen wir denn jetzt hier? Kann ich drauf verzichten auf beides. Nein, 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 weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hat mich nur wo da stehen geblieben ist. Ja, das ist immer die Frage, ne? Wenn man es irgendwann dann merkt. Oh, scheiße. Das Teil ist ein bisschen weiter geflogen. So, da sind wir jetzt auch wieder in der Action. Wow. Gut. Ich glaube, der Schnitt, der wird trotzdem awesome. Nico, dann bist du wieder am Start, ja? Ja, ich bin wieder am Start und habe so auf 1 Gigabyte jetzt ungefähr zur Verfügung. Kann es sein, dass die Story-Dateien etwas größer werden? Arschloch gezogen, oder was? Was soll ich durch den Arschloch gezogen haben? Die Gigabyte. So ähnlich. Glaub schon. So. Das ist genug Schrott, um eine Teekanne zu machen. Echt? Du bist der Beste. Du bist der allerdings. Beste. Das ist wahr, ja. Fluffy Butt bist du noch einsäcken, oder? Yes, Fluffy Butt. Mit den dicken Titten. Ist die. Aber die haben wir doch gekillt da oben. Na, hoffentlich nicht. Naja, so. Das war dieses komische Insektenvieh. Da liegt sie doch am Tisch. Nein, das sind Kekse. So viele gottverdammte Crumpets verputzen, Crumpets. Das wird die reinste Crumpokalypse. Ich würde sagen, Fluffy Butt wird so jetzt hier die größte Action. Das könnte gut sein. Ah, da sind noch Gegner hier, oder? Sephiroth. Boah. Versaut, ey. Ich verstehe es einfach nicht. Na gut. Ich hoffe, da fehlen jetzt nicht mehr als 5 Minuten. Das hoffen wir auch für dich. Ansonsten schicke ich dir einfach die Datei. Was soll's? Dann schneidest halt das von mir rein. Sieht ja keiner. Oh! Das wäre aber kein Problem, finde ich. Für mich. So ganz so. Plötzlich. Hauptsache, die wissen, was abgeht. Auch wenn sie es dann bei euch gucken können. Ach, hier ist die Prinzessin Fluff. Was, wo? Ich würde sie auch gerne sehen. Ach, die. Wo? Die hat keine Mütze. Ach so, ich verstehe. Das kleine Viech auf dem Stuhl, ne? Ja. Ah. Und ich habe mich so auf Titten gefreut. Wir also. Alle. Wir alle. Wir haben für Titten bezahlt, also wollen wir auch Titten bekommen. Diese Party wird die volle Supersause. Die ist so durchgeknallt, Kleine. Ja, ich würde sagen, wir laufen mal rechts rum. Ja. Und dann müssen wir irgendwann mal gucken, dass wir da reinkommen in den Stromraum. Ja, ich würde da echt auch gerne rein. Aber ich laufe jetzt alle links rum. Auf zur Supersauce. Nicht so rechts. Na, wir laufen doch rechts rum. Ja, ja, das schon, aber Ralf ist etwas weiter rechts rum, genau. In den Kontinent. Ja, lass mal auf Ralf schnell warten. Ja, ich bin schon unterwegs, Ich habe nur gedacht, hier gibt's eine Treppe und so, kann sein, dass irgendwo ein Schalter ist. Aber ich dachte, ich soll hier rechts an diesem Ding vorbeilaufen. Mann. Das war keine Absicht, kannst du mir glauben. Mhm. Was ist los? Ich komme, ich fliege. Nico, zieh. Mila, kann fliegen. Ja, aber das hatten wir schon mal, ne? Die steht da immer noch. Scheiße, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet hier? Am Arsch der Welt. Ich such doch nur, ich will doch nur zu euch, verdammte Scheiße. Aus Sepp, aus. Eugene auf. Blow up. Blow job. Blow up your face town. Ich bin da. Faceheim, yo, Faceheim. Wie schlecht, ey. Hallo, Freunde. Okay. Hey, was ist hier so laut, Mann, ganz ehrlich? Abschluss. Ja. Hey, yo, du kannst das für mich erledigen, Freund. Hey, yo. Errungenschaft. Die Party kann beginnen, doch der Ehrengast fehlt noch. Da will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast fehlt. Sei so lieblich und lock unseren Gast auf die Party, sonst
fresse ich deine Babys. Sein Name ist Flashstick. Nur so am Rand. Und dann. Flashstick klingt so wie der Club-Spitzname von Sephiron. Ey. Der Club-Spitzname? Ja, der, weil so im Club hat man doch immer so einen Namen. So, ich heiße zum Beispiel Boxer King 23. Und du heißt halt einfach Flashstick, weil du so einen geilen Flashstick hast. Weil ich mich immer Flash und meinen Stick anderen auf den Kopf halte. Ja, aber Flash kommt ja von Fleisch und nicht von USB-Flash und naja, egal. Nee, ich interpretiere das Flash als Flash, ne? Das ist gut. Ey, Munition, ja super, Munition, ey. Also bitte, Munition. We have a dream, music is our life. Ich geh mal weiter. Oder ist die Zeit vorbei? Die Zeit ist nämlich auch gleich vorbei, deswegen habe ich auch noch ganz schnell hier Munition gekauft und verabschiede mich jetzt von euch da draußen mit meinen netten Kollegen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mimimimimim. Macht ihr, pickt euch. Hauen sie.